Letzten Herbst hat er die erste WM-Medaille im Freistilringen für die Schweizer gekämpft. Mit der WM-Bronzemedaille und der Olympia-Quali im Sack hat er ein grosses Ziel vor Augen. Der beste Ringer der Welt zu werden. Wieso ist es für ihn so wichtig, sich so grosse Ziele zu setzen? Wie geht er mit dem Druck im Spitzensport um? Wo steht er aktuell in den Olympia-Vorbereitungen 2021 und was bedeutet ihm eigentlich das steigende Interesse an seiner Person? Genau das frage ich jetzt den Spitzenringer Stefan Reichmuth gerade persönlich. Ja, Reichmuth, Stefan. Ciao Stefan, Thomas Sodermatt, hoi. Hoi Thomas. Wie geht's dir? Ja gut, und dir auch. Danke, danke, es läuft. Wunderbar. Hey Stefan, ich habe den Bericht auf deiner Webseite gelesen, wo du eigentlich zurückschaust auch auf die letzte Saison, ganz besonders auf den letzten September. Und du schreibst dort drauf, dass der 1.22. September, wo du die erste WM-Medaille im Freistilringen für die Schweiz überhaupt geholt hast, aber auch den Tag, wo du die Olympia-Quali geschafft hast, dass das schon etwas verändert hat in deinem Leben, respektive dass es da recht Wirbel gegeben hat. Wenn du jetzt zurückschaust, ein paar Monate später, was hat sich konkret alles verändert bei dir und in deinem Leben? Ja, erstens mal eben, an dem Wochenende ist eigentlich alles aufgegangen bei mir. Oder ja, habe ich sozusagen den Tag X völlig genützt und ich bin top parat und habe, ja, kann man so sagen, ein Lebensziel erreicht. Und durch das ist natürlich einiges losgegangen. Durch das, dass es eben die erste Medaille überhaupt ist, haben wir natürlich Sportgeschichte geschrieben. Und da ist ja, sehr viel abgegangen in Sachen Medienbereich. Ja, Ringen ist eine Randsportart, aber durch so Erfolg kann man es eben gleich an die Medien bringen. Und, sehr viele Anfragen gehabt durch das, sehr viele Gratulationen, Riesenempfang am Flughafen, Riesenempfang in Willisau, das Grosswang im Dorf. Sehr viele Leute, die Freude mit mir hatten. Mir ist jetzt auch nicht mehr. Also ja, jetzt wird man auch mehr gekannt, wenn man mal irgendwie so 10 ist oder so, erkennt man mich. Und ja, das sind so Sachen, die sehr schön sind und sehr genossen haben. Ja. Eben, es sind gerade zwei Sachen. Erst die WM-Medaillen im Freistil für die Schweiz überhaupt, ein Riesenerfolg. Andererseits natürlich die Olympia-Quali. Wie lange hast du da gebraucht, bis es realisiert ist einerseits? Und wie wert ist und wie gewichtig sind die beiden Punkte? Es hat sehr lange gebraucht. Es hat sicher 1-2 Monate wirklich gebraucht, bis ich das mal gesetzt habe. Es ist auch zuerst ist so ein Rummel, du kommst gar nicht dazu, dir gratulieren so viele Leute, es sind so viele Emotionen nur die ersten 2 Wochen. Der Körper checkt das gar nicht. Eben, die Leute können dir gratulieren, aber irgendwie ja, kannst du das noch gar nicht verarbeiten. Oder ist es halt, weil es so ein emotionales Ding war, hast du natürlich keine Chance, dass du es in der kurzen Zeit kannst verarbeiten. Und das hat mich auch recht, oder das war eine rechte Lebensschule für mich gewesen, als so etwas Grosses eben, und, zum Teil auch ja, Druck verursachen oder halt noch irgendwie 10 Wochen oder so habe ich auch mal eine Lehre in mir drin gehabt, weil einfach so viel Druck ab mir runter ist, so viel Emotionen ab mir runter, dass es wirklich habe ich fast ein bisschen wie sagt man dem, so ein bisschen Zeit für mich gebraucht, wieder eben das Ganze einzuordnen, wieder Motivation wieder gleich einzustellen und vor allem auch wichtig, wieder die gleiche Einstellung haben, zu trainieren wie vor dem WM-Erfolg. Das ist einzuordnen, das Ganze. Sicher, also das erste Ziel war, wir wollten in die ersten 5 die Olympia-Quali holen, gerade an dieser WM. Das ist eigentlich nach dem verpassten Olympischen Spiel in Rio ist das eigentlich das grosse Ziel gewesen. Als wir in Tokio 2020 dabei sind und dass wir so eine WM holen. Also kann man sicher richtig gut vorbereiten auf die Olympiade. Dann haben wir nicht mehr Quali-Turnier und so im Olympiajahr. Ist mir sicher, das ist das erste Mal auf dem Herzen gefallen, wo ich die Quali hatte. Und nachher, als ich es gleich mit dem Druck umgehen konnte und dann noch die Bronzemedaille gewinnen, das war
ist ein riesen Ding. Ja. Da würde ich eigentlich nicht sagen, dass ich etwas höher werde als das andere. Es ist einfach perfekt aufgegangen und es hat passt. Es hat passt. Nachher vor allem ist natürlich der Fokus auf Olympia 2020 gelegen. Gehen wir ein paar Monate weiter, Ende März 2020 ist nachher Tokio verschoben worden um ein Jahr. Was hat dein Entscheid bei dir ausgelöst? Respektive stehst du heute dazu, rund zweieinhalb Monate später? Natürlich hat man es langsam gedacht, dass es so weit wird kommen, oder wie viele Veranstaltungen also abgesagt worden sind, wie der Coronavirus sich ausbreitet hat in allen Ländern. Es ist schlicht nicht möglich gewesen, dass man ein olympisches Spiel hat. Oder kann durchführen jetzt im August. Das hat man verstanden, das habe ich auch akzeptiert und bin auch völlig gleicher Meinung mit denen, die das abgesagt haben. Für mich ist es eigentlich immer gerade, ich tue eigentlich immer gerade alles ins Positive umwandeln, egal was ist im Leben. Egal, ja, eben, das ist sicher ein historischer Entscheid gewesen, den die gemacht haben. Das hat es ja noch nie gegeben. In den Weltkriegen hat man mal eine Olympiade abgesagt, aber verschieben hat es noch nie gegeben. Und für mich ist es wirklich so, also ich werde da ja 26. Nächstes Jahr bin ich 27, also das ist, bin immer noch im perfekten Alter. Ich sehe es so, ich habe ein Jahr mehr der Zeit, mich vorzubereiten und ich werde sicher im nächsten Jahr noch besser sein und der Leistungszustand wird sicher besser sein wieder in diesem Jahr. Genau, du sagst es, aber du tust immer alles probieren, ins Positive umzumünzen. Und das habe ich mich gefragt. Wenn dein Entscheid kommt, kann man dann gerade sofort sagen, hey, cool, ich habe jetzt ein Jahr mehr Zeit, was ja total ein positiver Punkt eigentlich wäre. Oder wenn man es ein bisschen negativer sehen möchte, sagt man, ja gut, jetzt bringe ich das Level wieder an, bringe ich den Fokus wieder an. Ist von dir immer gerade der positive Punkt gewesen, hey, ich habe ein Jahr mehr Zeit? Oder hast du doch auch mal gedacht, jetzt wäre ich wirklich gerade on top gewesen, bringe ich das echt nächstes Jahr wieder an? Nein. Vor allem auch durch das, es war März, oder du bist schon noch nicht in Olympiaform im März, oder darum hast du auch nicht genau gewusst, wie du wirklich in Form wärst jetzt im August. Und für mich ist ganz klar von Anfang an so gewesen, du bringst auch die Form nächstes Jahr rein. Das ist eigentlich kein Problem. Da habe ich jetzt nie dran gezweifelt oder gehadert. Was ist denn der Fahrplan für Olympia 21 und respektive wo stehst du jetzt gerade aktuell in dem ganzen Weg durch den Sommer 21? Ja, jetzt eben dort, wo die Olympiade abgesagt wurde, haben mich viele Leute auch gefragt, eben, hast du gleich noch Motivation zum Trainieren gehabt? Und ich habe die ganze Zeit wirklich sehr viel Motivation gehabt. Ich habe super können trainieren während der ganzen Corona-Zeit. Was eben Anfang Mai langsam gekommen ist, du hast auch kein Ziel gehabt. Weil du weißt, ich weiß immer noch nicht, wenn ich das nächste Mal wieder wettkampfmässig dringen soll. Und weil Olympia erst in eineinhalb Jahren ist, ist das zu weit weg. Du kannst nicht so weit planen. Oder? Du musst irgendwie einen Halbjahresplan normal haben, jetzt bei uns im Ringsport. Oder wenn du für EM ist immer Anfangsjahr und WM ist immer Endjahr. Und wenn du so kein Ziel hast, das ist ein bisschen schwierig momentan. Das ist dann wie fast ein bisschen monoton geworden in den Trainingsalltag. Und als Sportler, ja, du brauchst das Ziel, du musst irgendwo mal einen Peak setzen, der muss in Topform sein, also du kannst professionell trainieren. Und momentan ist das grosse Problem, ja. Also ich hoffe, jetzt kommt bald mal ein Kalender raus. Also wir sagen, dass wir haben das ja noch ein Turnier oder so, wo man könnte sagen, wir schauen das als Grossanlass an. Vielleicht gibt es sogar noch ein WM, was es auf Endjahr reinschiebt, weiss ich nicht. Und sonst ist dann sicher nächstes Jahr zuerst wieder Anfangsjahr die Europameisterschaften, wo dann halt das grosse Ziel sind. Und nachher dann erst die Olympischen Spiele. Und dann das vor allem Step by Step nehmen. Weil du kannst nicht schon eben ein Jahr voraus schon an Olympia planen und schon voll auf Olympia hinschaffen. Es ist dann fast zu weit. Du kannst nicht so lange die Form behalten. Eine gewisse Monotonität, wo herrscht, das fehlt gross alles. Aufgrund von das vielleicht auch mit Motivation, aber eben wie motivierst du dich jetzt, wenn genau die grossen Anlässe oder die grossen Ziele fehlen? Ich denke vor allem immer daran, eben, wenn du jetzt Pause machst oder wenn du jetzt nur solare Fahrer trainieren, das ist genau das macht es genau aus wegen nächstes Jahr in den Olympischen Spielen. Also wenn du die Zeit jetzt auch
konsequent Nordzisten bist, dann hast du einen riesen Vorteil nächstes Jahr. Weil es gibt bestimmt Sportler, die das nicht so konsequent machen in deinem Gewicht oder irgendwie. Ja, aber es gibt wieder auch deren geben, die konsequent durchtrainiert. Und das wirst du sehen. Also du wirst nächstes Jahr an der Olympiade sehen, wer in der Corona-Zeit voll trainiert hat und wer nicht. Durch das ist es für mich immer klar gewesen, dass ich voll dranbleibe. Nach der WM19 hast du einen Bericht veröffentlicht, so einen Rückblick, auch wie es dir gegangen ist, auch in der Vorbereitung. Und du hast dir gesagt, dass du dir fast ein bisschen zu viel Druck gemacht hast vor der WM19. Dass die mentale Belastung vor allem an dir genagt hat. Wenn du jetzt rückblickend auf das 19 zurückschaust und eben genau auf den Druck und auf die mentale Belastung, machst du jetzt etwas anderes in der Vorbereitung für Tokio 21? Oder was sind da die Learnings, die du rausnimmst, eben aus dem 2019? Ich glaube, das Beste daraus, was ich nehmen kann, ist die Erfahrung. Es klappt. Wenn auch der Druck immens gross ist, kannst du ruhig sagen, kannst du sagen, hey, an der WM war es genau gleich. An der WM war es vielleicht sogar noch grösser und du hast es gepackt, du hast abgeliefert. Und durch das, als das weisst, ist eine riesen Hilfe. Du kannst immer auf das zurückschauen und dann weißt du genau, hey, ja, wir sind gleich im Fahrplan, wenn auch unser Druck ein bisschen steigt. Klar, mein Ziel an der Olympiade ist eine Medaille, aber als du eine Medaille gewünscht, musst du es Kampf für Kampf sehen. Und an der WM habe ich da auch plötzlich so, etwa einen Monat vor der WM, habe ich einfach gedacht, hey, mein Ziel ist eigentlich der erste Kampf von der WM. Mein Ziel ist nicht die WM-Medaille, weil wenn ich den ersten Kampf verbacke, gibt es auch keine WM-Medaille. Also muss das erste Ziel sein, ich muss Topform haben, am ersten Kampf, an dem Samstag, am 21. September, an dem ersten Kampf, muss ich voll können abliefern. Und wenn der erste Kampf vorbei ist, muss ich es am zweiten Kampf machen. Und das ist auch das Ziel der Olympiade. Die Olympiade hat es noch viel weniger ringer, dort hat es um 16 pro Gewicht, also vor dem Achtelfinale an. Also wird das Ziel sein, das Achtelfinale, und dann das Achtelfinale gewonnen, dann das Viertelfinale, und das Viertelfinale gewonnen, dann das Halbfinale. Und so musst du es sehen, du kannst ja nicht schon, ja, hast auch nicht die Ferien ohne zu packen zu haben, oder? Du musst auch zuerst Step by Step. Absolut. Das Ganze anschauen. Weil als Spitzensportler muss man mit riesen Höchst und Tiefs umgehen. Man lebt so in diesen Extremen, was die Emotionen anbelangt. Eben einerseits der Druck, dann riesen Emotionen nach einem Erfolg, wie jetzt die WM-Medaille oder die Olympia-Quali. Dann hast du aber auch gesagt, nachher sei irgendwo auch eine emotionale Leere gesehen, sei irgendwo ein Loch auch gekommen. Dann so etwas wie Corona oder eben irgendwie die Verschiebung von Olympia. Das sind alles also emotionale Achterbahnfahrten in dem Sinn. Ist es wirklich einfach die Erfahrung, die es ausmacht jetzt? Oder gehst du ganz persönlich mit dem um, dass das irgendwo in Balance halt ist? Ich glaube, das ist ein bisschen auch eine Lebenseinstellung, die lehren Sportler. Eben, dass immer das Positive aus allem sehen, alles hat einen Grund. Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste halt allgemein, nicht nur im Sport, halt auch im Privatleben. Ich meine, du hast nicht nur im Sport hoch und tief, oder? Du hast es überall, wenn du irgendwie einen Todesfall in der Familie hast oder x etwas. Das sind alles so Schicksalsschläge, die du oder auch in der Berufswelt hast. Das gibt es manchmal. Und dort ist sicher wichtig, eben das positive Denken oder auch allem das Positive zu sehen und nie zu hadern. Und immer weiter zu schauen. Und das ist sicher eine Lebenseinstellung, die der Sportler dir aneignet und vielleicht auch ein bisschen schon von klein auf hast. Wir haben am Anfang schon darüber geredet, oder, dass sich einiges verändert hat seit letztem Herbst. Wie gehst du mit dem Erfolg um, respektive auch mit dem wachsenden Interesse an deiner Person? Ein ganzes Interesse und so ist natürlich cool, eben, wenn du jetzt auch so Anfragen und so hast. Das ist natürlich riesig, vor allem eben das Ringen, man hört es eigentlich nicht so viel. Oder ja, in der Schweiz ist es eher ein bisschen unbekannt. Und das ist natürlich schön, wenn man dann schlussendlich eben auch das Ringen populär machen kann. Als wir mehr Nachwuchs haben, das ist eine riesige Sache. Aber sonst probiere ich möglichst am Boden zu bleiben, möglichst auch immer wieder neue Ziele setzen. Ich meine, jetzt bin ich WM dritt, aber es hat noch zwei andere Podestplätze, die ich auch noch gewinnen will. Ich möchte auch noch mal den WM-Gürtel mal um die Hüfte schnallen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Da bleibst du auch ein bisschen am Boden. Da bist
immer gerade wieder, hey, ja, jetzt bist du dritt, aber chill's mal, jetzt WM-Titel müssen wir auch noch gewinnen. Und das ist das Wichtigste. Und auch gegen raus eigentlich, probiere alles immer ein bisschen gleich zu machen. Oder probiere mich nicht zu verstellen, irgendwie, weil ich jetzt der WM-Dritt geworden bin oder irgendwie für die Leute mich anders zu geben oder so, sondern eigentlich immer gleich zu bleiben, weil schlussendlich hat auch das den Erfolg ausgemacht. Du hast mal geschrieben über die beiden grossen Folgen, die du letztes Jahr gehabt hast, dass dort alle Zahnräder gepasst haben und du dich voll auf deine Mission hast konzentrieren können. Was sind das für Zahnregeln, die hier zusammenpassen und wie stellst du es eben sicher, dass es auch nächsten Sommer, wenn die Olympia Tokio ansteht, dass es auch wieder alles zusammenpasst? Ja, ich sage sicher, das ist halt auch etwas zu tun mit den Erfahrungen, die man durch verpasste Medaillenchancen geholt hat. Ich probiere nach jedem Grossanlass oder immer alles kritisch hinterfragen, wo können wir noch besser werden, was müssen wir besser machen. Und ja, jetzt ist schon, das ist jetzt der zweite Zyklus, den ich gemacht habe. In Rio habe ich es nicht geschafft. Auf Tokio haben wir eben vieles noch geändert und durch die Europameisterschaft und WMs, die ich alle Jahre habe, gibt es riesen Routinen, riesen Erfahrungen, Erfahrungswert und durch das wird eigentlich von Grossanlass zu Grossanlass immer besser und das ist sicher ein Erfolgsrezept, denke ich. Also nie irgendwie auf der faulen Haut hocken, sondern immer wieder noch besser werden und noch besser werden. Dass du dich vollkommen auf deine Mission kannst konzentrieren kannst, ist das dein Umfeld, ist die Familie, sind das die Freunde, sind das dein Trainerstab, von wem redest du? Ja, das ist wirklich eigentlich alles, oder? Meine Familie steht voll hinter ihnen. Die wissen voll, um was es geht. Und ja, die unterstützen mich, um was es geht. Halt durch den ganzen Trainerstaff auch, wo wir viel mehr erweitert haben, weil wir jetzt auch gewisse finanzielle Möglichkeiten haben, die wir halt 2016 immer hatten. Das ist auch immer wichtig, wenn wir jetzt auch nicht jetzt auch mehr Sponsoreinnahmen haben oder so, wollte ich das nicht irgendwo sammeln, sondern ich wollte es immer wieder investieren, immer wieder schaue ich wieder, wo kann ich noch investieren, wo kann ich noch besser werden. Weil schlussendlich geht es mir nicht um reich zu werden, sondern ich wollte einfach der beste Ringer von der Welt zu werden. Oder? Das ist das Wichtigste. Und durch das kannst du eben, im 16. haben wir noch ein bisschen viele Verletzungen gehabt. Dort habe ich jetzt mit Physio, mit dem Therapeuten und Masseur zusammengearbeitet. Als die ins Programm zusammenarbeiten, dass wir immer schauen, dass wir möglichst wenig verletzt sind. Mit dem Trainerstaff haben wir auch durch die Erfahrungen halt gemacht. Mit dem Trainingstagebuch. Ja, langsam weiss man halt, wie viel man leiden, wie viel es. Also man muss, wie viel man kann Gas geben, dass man eben gerade nicht im Übertraining ist, sondern dass man perfekt in Topform ist. Und das sind viele kleine Sachen, die schlussendlich sehr Grosses ausmachen. Wenn man über dich liest, ist oft von deiner Mission gedreht. Auch auf deiner Webseite, in deinem Bericht, redest du oft von deiner Mission, du hast es vorher angetönt, du willst der beste Ringer der Welt werden. Ist es eben genau das, was du anstrebst? Oder sagst du, meine Mission ist jetzt primär Olympia 2021? Oder beides? Ja, jetzt kommt es natürlich aus, eben, wenn es jetzt noch eine Weltmeisterschaft ist im Endjahr, dann sieht es ein bisschen anders aus. Aber primär ist jetzt sicher das grösste Ziel momentan, sind die Olympischen Spiele im 21. Und nachher kommt dann wieder die 3 Jahre, wo da halt Weltmeisterschaften sind, alle Jahre, bis zu der nächsten Olympiade. Und dort ist dann sicher das Ziel die Weltmeisterschaften, ja. Aber schlussendlich, eben, wenn du der beste Ringer der Welt bist, dann wirst du Olympiasieger, dann wirst du Weltmeister. Das ist klar. Und darum strebe ich noch immer nach dem. Oder ich strebe immer, der Beste zu werden. Eigentlich. Und das ist sicher meine Mission. Und wir haben mal, wo wir das Ganze angefangen haben mit dem Spitzensport, haben wir mal gesagt, wir wollen mal eine Olympiamedaille gewinnen. Oder? Und da war das ein riesiges Ding gewesen, oder? Da haben wir. Da habe ich grosse Augen gemacht, wo wir da mit dem Trainer zusammengekocht haben. Mein Trainer hat gesagt, wenn wir es machen, dann machen wir es richtig. Und wenn wir es richtig machen, dann müssen wir auch ein grosses Ziel haben und immer gross denken. Das ist wichtig. Ich habe eine coole Story. Vor 2 Jahren sind wir im Trainingslager in Bulgarien. Und dann ist so der Nationaltrainer zu mir gekommen und hat gesagt, Stevi, was denkst du, kannst du mal Weltmeister werden? Für mich ist es so eine. So baff gewesen, dass er zu mir kam und das gefragt hat, erstens.
Und zweitens, ich habe wirklich gezögert. Zuerstens habe ich gedacht, das ist so eine riesige Frage. Und dann habe ich plötzlich so gesagt, ja, mach, ich glaube es schon. Und er so, ich glaube es nicht. Ich weiß es, wir können Weltmeister werden. Ja, da war es irgendwie noch weiter weg gewesen, aber jetzt hat man eine WM-Medaille, oder? Jetzt ist man plötzlich Favorit für eine Olympiamedaille. Und nur durch das, dass man immer gross denkt, oder? Das ist das Wichtige, wenn du vor 10 Jahren gesagt hättest, ich kann mal eine WM-Medaille gewinnen, dann wäre das jetzt spinnst, oder? Aber das ist, wenn du halt durch die Jahre immer besser wirst und immer die grossen Ziele setzt und plötzlich die Ziele auch erreichst, das ist sicher das Wichtigste. Kann man dann nur mit dem Denken eben auch, dass man die Überzeugung auch hat, hat man nur auch dank dem vielleicht auch die letzte Konsequenz im Training, in den Wettkämpfen und so weiter. Genau, das ist genau so. Ein gutes Beispiel ist ja auch immer eine Fußballnationalmannschaft. Sie geben meistens das Ziel aus, an EM und der WM Gruppenphase überstehen, oder? Das ist eigentlich meistens so. Gruppenphase überstehen ist das Ziel, ganz gegen raus, in den Medien und allen Orten. Und meistens sind sie in der Gruppenphase ein riesen Gegner. Meistens haben sie haben auch schon den Weltmeister gewonnen in der Gruppenphase. Nachdem erreichen sie das Ziel, sind sie im Achtelfinale, haben sie meistens einen Gegner, den sie eigentlich auch gewinnen könnten. Machen sie einen riesen Match. Aber schlussendlich fehlt es so wenig, wo sie es nicht gewinnen. Das ist sicher auch, weil irgendwo im Inneren von diesen Spielern sagt einfach etwas, du, wir haben es erreicht. Irgendwo ist schon genug Tuung da. Das darf nicht da sein. Das ist das Gleiche, wie wo ich im Viertelfinale gewonnen habe. Und ich habe gewusst, ich habe meine Olympia-Quali. Aber eigentlich hätte ich den Traum müssen gewinnen. So wie ich gerungen habe, das ganze Turnier im Halbfinale. Aber es ist irgendwie ist wirklich die Sättigung da gewesen. Und irgendwo, hey, du hast das Ziel erreicht. Und ich kann nicht mehr den gleichen Fokus hinbringen. Und das ist genau so, was der Unterschied auch macht bei den Nazis. Wenn du so keine Nazi einmal anschaust, die Schweizer, die sagen, hey, wir können Weltmeister werden. Und die sind brutal nüchtern im Finale. Und ich sage, als Schweizer, du musst das grosse Denken musst du haben, wenn du wirklich willst, voll vorne. Weil das haben sie, die Amerikaner, die werden Weltmeister, das ist ganz klar. Das ist für dich keine Frage, wenn es so eine WM geht. Du hast so gedacht. Nachdem dass du die Olympia-Quali gehabt hast, wo du selber in mehreren Interviews auch gesagt hast, wo der Fokus ein bisschen verloren gegangen ist nachher. Was glaubst du, würde dir so eine Situation nicht mehr passieren? Respektive hast du das Gefühl, dass wenn du das nächste Mal in so einer Situation bist, dass du dort den Fokus kannst behalten kannst, genau weil du auf den Moment von der WM19 kannst zurückgreifen? Ja, bin ich fast sicher. Ja, nein, das weiss ich auch. Jetzt, das haben wir jetzt durch das. Das ist sicher auch jetzt, ist ein riesen WM gewesen, ist ein riesen Erfolg gewesen, aber jedem riesen Erfolg oder riesen WM hast du gleich auch immer Potenzial genommen. Und wir haben auch die WM hinterfragt und wir haben auch gesagt, irgendwo müssen wir noch etwas finden, dass wir schlussendlich mal Weltmeister werden oder im Finale stehen. Und das ist sicher ein riesen Ding gewesen. Und dann müssen wir natürlich auch sehen, in einer normalen WM, wenn es nicht vor Olympia ist, dann gibt es keinen Quotenplatz für Olympia. Dann wäre das nie der Fall gewesen, oder? Dann hat man genau gleich weitergemacht, weil dann hättest du noch nichts gewonnen gehabt, wenn du den Viertelfinal gewonnen hättest, oder? Aber jetzt, 4 Jahre später, an der Quali-WM, würde ich das sicher nicht mehr machen, ja. Stefan, abschliessend, wenn wir ein Jahr vorschauen, Juni 2021, was wünschst du dir zu dem Zeitpunkt? Wo stehst du? Ich wünsche mir ganz fest, dass ich gesund bin. Dass ich super trainieren kann bis dahin und dass ich in Topform auflaufen kann an den Olympischen Spielen. Da ist sehr viel möglich. Stefan, danke vielmals für das super sympathische Gespräch und ich wünsche dir weiterhin alles Gute und viel Erfolg. Danke vielmals. Ja, merci vielmals, Thomas. Habe ich gerne gemacht.